Bock auf ein paar gute Videospielschnapper von eBay Kleinanzeigen? Let's go! What is up YouTube und seid herzlich willkommen zu einer neuen Schnapper-Folge. Die Frühlingsschnapper sind hier bei mir eingezogen und die kommen nicht vom Flohmarkt, da war ich auch. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Da die Konkurrenz wird immer größer. Jeder Sammler, jeder Reseller und deren Mütter jagen Videospiele. Und da, ganz ehrlich, wird es für mich gerade auf dem Flohmarkt richtig schwierig, die coolen Deals zu finden. Aber dafür habe ich bei eBay Kleinanzeigen ein paar richtig geile Bundles gefunden. Und die gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Ach ja, in den Kommentaren hatte die geschrieben, Mensch Lars, schreib doch mal dazu, was die Teile, die du da in deinen Schnappern kriegst, eigentlich sonst so bei eBay kosten. Das mache ich heute mal zum Test. Ich blende euch das da unten irgendwie ein, was ich bezahlt habe und was der Spaß gekostet hätte, wenn ich ihn bei eBay kaufen würde. Und lasst gerne mal einen Kommentar da, ob euch das gefällt, ob euch das wichtig ist, dann mache ich das weiter und ansonsten mache ich mir die Arbeit halt nicht. Das erste Paket ist so ein bisschen die Ausnahme heute. Es ist nämlich kein Bundle, es ist tatsächlich nur eine Konsole. Ich wollte heute eigentlich mehr auf Bundles abziehen, wo ich sage, das macht richtig Sinn, wenn man ein großes Bundle kauft, wenn man vielleicht 2-3 Spiele gerne hätte und durch den Gesamtpreis dann halt echt einen Mega-Deal hat. Aber das hier ist die Ausnahme. Es gibt jede Menge, wie heißt das, Knallpapier, darum geht's nicht. Es gibt einen wunderschön aussehenden, ich muss ihn einmal entwirren. Na komm, es gibt einen wunderschönen GameCube-Controller. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der Zustand ist fantastisch. Das ist ein Pearl White GameCube-Controller. Den gibt es zusammen mit mehr Verpackungsmaterial, mit dem ganzen Thema Kabel für den GameCube. Plus, guckt mal hier, zack, den Pearl White GameCube in absolutem Traumzustand. Hier sind alle Türchen dabei. Und das Ding ist wirklich ist ein bisschen staubig, aber sonst total makellos. Ja, das Ding sieht mega schön aus. Komm mal näher, Kamera oder ich, genau. Super, super Zustand. Voll gut. Hier ist auch nichts irgendwie, was hakt oder klemmt. Das Ding ist einfach nur in einem Top-Zustand. Den wollte ich gerne haben. Und ja, haben gekriegt für 45 Euro. Das ist ein Megapreis. Wie gesagt, ich blende da unten mal ein, was die Dinger derzeit so bei eBay kosten. Bin ich mega happy drüber. Ist wie gesagt kein Bundle, aber ist einfach nur eine seltene, richtig schöne, meiner Meinung nach der schönste GameCube, den es so gibt. Ja, den Panasonic lassen wir mal außen vor. Der Pearl White GameCube. Jetzt aber zum ersten Bundle. Und zwar habe ich hier ein PlayStation 3 Bundle gekauft und das gab es für, ich muss lügen, für 58 Euro inklusive Versand. Ja, ziemlich guter Preis. Es ist nur ein Spiel dabei. Das hat so dazugelegt am Ende. Darum geht es aber gar nicht. Ich habe 58 Euro gezahlt. Genau, 2 Euro habe ich für das Spiel extra gezahlt. Aber das Ding habe ich gekauft wegen was anderem. Aber eins nach dem anderen. Ich stelle das hier mal herunter. Und dann gucken wir da mal rein. Als erstes ist hier drin eine PS3 Slim. Die ist schon ein bisschen zerkratzt und nicht die schönste. Ist die, ich meine, das ist die die 250er Version, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine PS3 Fett, Slim. Fett, genau. Nicht die Super Slim, Fett, alles gut. Darum habe ich das Bundle sicherlich nicht gekauft. Des Weiteren ist hier drin ein eine Controller-Ladestation, die nicht kompatibel ist mit PS3-Controllern, wenn ich das sehe. Das sind hier irgendwie, ich glaube, das ist wohl PS4. Egal, darum habe ich es natürlich auch nicht gekauft. Die Kabel lasse ich mal drin, sind nicht so wichtig. Für 2 Euro dazu im Bundle gab es das Monopoly Streets. Ja, ist ein, so ein 10, 12 Euro Titel, völlig egal. Den hatte ich noch nicht und den wollte ich haben. Tutti Completi, schöner Zustand. Dann ist dabei ein ganzer Move-Controller. Die Dinger sind sehr gefragt und gar nicht billig. Ich habe schon ein Move-Set, darum habe ich es also auch nicht gekauft. Außerdem dabei die ganzen Kabel. Das ist nicht so wichtig.
die PlayStation Eye, die PlayStation 3 Kamera. Nee, deswegen habe ich es auch nicht gekauft. Die sind noch nicht teuer, die Dinger, die sind recht billig. Hier drinne sind, ja, Kabel sind hier auch ganz viele drin, sehr schön. Nicht deswegen. Hier drinne ist ein DualShock 3 Controller in richtig coolem Zustand. Guck mal. Na, da achte ich auf den Fotos immer drauf, wie sehen die Controller aus. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile PlayStation 3 Controller, die Original-Controller natürlich, ja, 30 Euro zahlst du dafür, wenn es in gutem Zustand sein soll. Ne? Und hier ist nicht einer drin. Hier sind zwei drin, ja, super cool. Beide in Ordnung, ne? Immer mal wackeln, ob da irgendwas lose drin ist. Nee, alles gut. Super schön, auch wenn auch die Aufladestation nicht passt. Und last but not least, und darum habe ich das Bundle gekauft, ist hier in Traumzustand ein blauer Controller drin. Mit einer Scharfkamera, guck mal, wie der aussieht. Und ja, die sind tatsächlich richtig schwierig zu finden mittlerweile, gerade in so einem Zustand. Und ja, den wollte ich haben. Ich mag Controller gerne in Sondereditionen bzw. Sonderfarben. Hier muss ich nochmal drüber putzen, aber keine Kratzer, ist einfach nur ein bisschen dreckig. Super cool, wie gesagt, top Zustand und für 58 Euro das Bundle. Ja, das hat sich x-fach gerechnet für mich, gerade weil ich das eine Spiel in die Sammlung packen kann und natürlich diesen Controller ja, da vorne ins Regal stellen werde. Nice! Und jetzt gibt es noch ein richtig großes, schweres Xbox-Bundle. Jawohl, ja. Boah, ich stelle das hier mal rüber. Ja, zu einem Megakurs gekriegt. Stand drin für ganze 80 Euro. Ich habe da ein bisschen hin und her geschrieben und habe am Ende 78 Euro inklusive Versand bezahlt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was es für die 78 Euro alles Tolles gab. Als erstes sind hier zwei Controller dabei. Es sind zwei Original-S-Controller, also nicht diese großen hier, Duke heißen die, glaube ich, in recht hübschem Zustand. Die muss man mal sauber machen. Hier ist eine Kappe ein bisschen ab, die kann man ersetzen. So ein Controller kostet mittlerweile locker 15 Euro. Voll gut. Die Controller kommen sogar mit den Breakaway-Kabeln. Was ist das, ein Breakaway-Kabel? Ich habe das schon mal erklärt. Die Controller, und da müsst ihr immer darauf achten, wenn ihr den Controller auf dem Flohmarkt oder so seht, haben so einen komischen Anschluss hier. Damit steckst du erstmal gar nichts an. Und dafür gibt es halt dieses Breakaway-Kabel, was man hier drauf steckt, zack, und schon hast du den Anschluss für die Konsole. Ohne geht das nicht. Warum hat Microsoft so einen Quatsch gemacht? Ist kein Quatsch. Wenn das Ding angesteckt ist und dann liegt das so im Wohnzimmer und du fällst über das Kabel, dann reißt du nicht die Konsole aus deinem Schrank raus, sondern das Ding geht ab. Breakaway-Kabel. Coole Idee. Wie gesagt, müsst ihr unbedingt darauf achten, wenn ihr Controller kauft für die Original Xbox, dass dieses Ding dabei ist. Ne? Sonst ja, könnt ihr das halt nicht anschließen und müsst das Kabel einzeln nachbestellen. Und ja, das ist blöd. So, also zwei Original Xbox S-Controller. Außerdem natürlich die ganzen Kabel. Das hier ist tatsächlich ziemlich, wie wir in Nordrhein-Westfalen sagen, usselig. Seht ihr das hier? Eieieiei. Ja, also die Kabel sind dabei. Alles gut. Das Schöne ist, das Kabel ist in keinem schönen Zustand. Dafür aber gleich die Games. Bevor wir uns die angucken, boah, die sind schwer. Zeige ich euch, was hier noch drin ist. Und zwar natürlich, meine Herren, die Konsole selber. Ja? Recht schöner Zustand, alles soweit in Ordnung. Für eine Original oder Classic Xbox zahlst du mittlerweile auch gerne, ich sag mal so 40 bis 50 Euro. Je nachdem, ob ein Controller oder nicht dabei ist. Das ist schon mal ganz cool. Sehr gut. Ich wollte natürlich, Ich wollte natürlich die Spiele haben. In der Kiste ist neben den Spielen übrigens noch dieser Empfänger. Das ist der für die DVD-Fernbedienung. Ne? Den steckst du an und dann hast du dein Xbox DVD Movie Playback Kit. Ich meine, das war bei der Xbox so, dass du ohne dieses Ding gar nicht DVDs wiedergeben konntest. Irgendwas war da wegen der Lizenz und so. Ist aber auch egal, darum ging es nicht. Wir wollen uns die Games angucken. Let's go! Hier drin ist, und wie gesagt, ne, das war jetzt alles nicht im wunderschönen Zustand. Die Games sind aber tatsächlich in sehr schönem Zustand. Wir haben einmal Mafia in, zack,
Tutti kompletti. Wie gesagt, die Dinger sind alle in sehr, sehr schönem Zustand. Da machst du nichts. Alles top. Mafia, Multiplattform-Titel. Sagt euch bestimmt was. Wir legen das mal hier rüber. Dann ein ganz wichtiger Tipp, ein ganz wichtiger Titel. Pro Evolution Soccer, der vierte Teil. Yo! Ist tatsächlich auch drin. Ich warte immer noch auf das Alarm für Cobra 11, was irgendwo auftaucht oder nicht. Tutti kompletti mit allem dabei. Ja, muss man nicht haben. Aber ist halt dabei, wie das oft in so Bundles ist. Da ist dann halt Zeug dabei, wo du sagst, ja, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Amped 2, nicht der teuerste Titel, aber tatsächlich ein Exklusivtitel, der richtig viel Spaß macht. Das ist dieses Snowboard-Ding. Sagt euch bestimmt was. Ist, meine ich, mittlerweile auch rückwärtskompatibel. Oh, die CD ist falsch rum drin. Oh, hier sind... Oh. Es geht schon wieder los. Hier sind zwei CDs drin. Und zwar ist hier drin... Oh, guck mal. Hier ist Amped 2 drin. Und wo wir von Snowboarding und so reden, ist ja noch SSX, der dritte Teil drin. Gut, dann sind wir mal gespannt, ob da gleich noch die Hülle zukommt oder ob das tatsächlich einzeln dabei ist. So, das war Amped 2. Weiter geht's mit Tony Hawk Project 8. Skateboarding, Tony Hawk, Tutti, Kompletti. Jawohl, ja, darum wollte ich die auch nicht haben. Dann ist dabei GTA Teil 3, The Xbox Collection. Ich meine, das kam in so einem Pappschuber, bin mir nicht sicher. Ist an dieser Stelle komplett samt dem Poster mit der Karte auf der Rückseite und der Anleitung. Willkommen in Liberty City. Jawohl, ja, weiter. Achso, wir machen erst die anderen GTAs, die hier gerade so schön liegen. Vice City, auch in dieser Xbox Collection. Wie gesagt, die waren, meine ich, in so einem Pappschuber früher. Tutti Kompletti, ist hier auch eine Karte dabei? Nein. Ich weiß nicht, ob eine hätte dabei sein müssen. GTA Vice City, dann GTA San Andreas, der Klassiker. Zack, ist an dieser Stelle auch komplett. Na komm. So, na, alles, was man so braucht dabei, ist ein bisschen staubig irgendwie. Naja, so, besser staubig als zerkratzt. Weiter geht's mit Rainbow Six Lockdown. Tom Clancy, klar. Auch wieder komplett das Spiel. Sehr schön. Wie gesagt, schöner Zustand, das passt schon. Dann Dead Man's Hand. Sagt mir an dieser Stelle gar nichts. Sieht aus wie ein Shooter. Sie sind El Tejon, ein Revolverheld, der von seiner eigenen Bande verraten und zum Sterben zurückgelassen wurde. Doch die Helden des alten Westens sind zäh. Jagen sie ihre Feinde, begleichen sie die Rechnung, sorgen sie für Gerechtigkeit. Ja, sehr gerne. Sehr gerne, Tutti Kompletti. Das habe ich tatsächlich noch nicht. Alles klar. War auch nicht der Grund. So, weiter hier. Gun, sicherlich auch ein Klassiker, wo wir schon im Wilden Westen sind. So Platz hier ist an dieser Stelle, zack, auch komplett. Cool Stuff. Und And One Basketball, das ist so, ich meine, so ein Street-Basketball-Ding. Genau, Streetball steht auch drunter. Tutti Kompletti, ja, kein teurer Titel. Aber auch dabei, wo sind die Titel, warum ich das Ding überhaupt gekauft habe? Genau. Voodoo Vince. Wunderschöner 3D-Abenteuer-Plattformer, wie auch immer. Eine Voodoo-Puppe kennt keinen Schmerz. Ist ein Exklusivtitel, ist eine absolute Empfehlung, falls ihr das nicht gezockt habt. Ist leider auch gar nicht so günstig. Ist bis auf die Disc gerade Tutti Kompletti. Und die Disc ist in sehr hübschem Zustand. Alles gut. Ja, für seinen Schmerz, Voodoo Vince, kein günstiger Xbox-Titel mehr. Ein Grund, warum ich mir dieses Bundle für 78 Euro gekauft habe. Aber das war nicht alles. Nein, es ist nicht Tony Hawk's Underground 2. Auch komplett, alles gut. Ein bisschen schneller hier. Prince of Persia, The Two Thrones. Jo, auch ein gar nicht so schlechter Prince of Persia-Teil. Auch komplett, alles gut. So ist das schön. Ne? Ich meine, man kann auch Pech haben in so einem Bundle, dass du wirklich die Hälfte hast ohne Anleitung oder die CD fehlt oder es ist zerkratzt oder. Das gefällt mir erstmal sehr gut so.
Weiter geht's mit. Ich habe das alles so hier neben mir und das kenne ich tatsächlich nicht. Da kann ich euch auch keinen Preis für einblenden. Das ist True Crime City New York, Streets of New York, nee, New York City, so heißt es. In so einer Slipcover Steelbook Edition. Die habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ist an dieser Stelle komplett, denke ich. Hier ist drinne einmal natürlich die Anleitung. Was ist das dahinter? Wartet mal kurz. Ah, die Registrierungskarte, alles wie neu. Voll gut. Und das hier ist wahrscheinlich so ein, cool, guck mal, ist so ein Poster drin. Voll gut. Habe ich noch nie gesehen als Steelbook. Keine Ahnung, ob das jetzt besonders selten oder teuer ist. Ist die Peggy oder die UK-Version, besser gesagt, von damals. Mega, ja. Contains strong violence. Jo. Cool stuff. Auch ein Grund für das Bundle für mich. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Der eigentliche Grund ist der hier. Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Ja. Mega cooler Film. Super gut. Und das Spiel ist auch ziemlich gut. Ist auch ziemlich gut teuer, um genau zu sein. Und das wollte ich unbedingt haben. Und darum habe ich mir eigentlich das Bundle, das war so das erste, was ich gesehen habe, gekauft. Tutti Completti. Hier gucke ich mir die Disc an. Jo, perfekt. Ja, nicht billig. Und hier Teil des 78-Euro-Bundles. Mega. Nightmare Before Christmas. So, dann haben wir noch BMX Triple X. Nicht die beste BMX-Simulation. Dafür mit knapp bekleideten Charakteren, jo, so kann man das wohl nennen, ist an dieser Stelle auch Tutti Completti, jo. Plus, last but not least, Ultimate Spider-Man für die Original Xbox. Ein gutes Spiel, ja, es ist ein guter Spider-Man. Ach, guck mal, hier ist so, das finde ich aber cool. Hier ist noch der Kassenzettel bei, das Ganze wurde gekauft beim GameStop in Düsseldorf. Und jemand hat dafür bezahlt, warte, 12,99 € hat da jemand für bezahlt. Er hat so was dafür eingetauscht scheinbar, ne, oder? Doch, Matt Hoffman irgendwas. Ah ja. Ja, 12,99 € Spider-Man. Könnte ungefähr hinkommen, ja. Ich blende euch das unten ein, was das Ding derzeit kostet. Und damit ist das Bundle Tutti Completti fertig. Und ich glaube, am Ende war es ein ziemlich guter Deal für 78 €, dieses große Original Xbox Bundle zu kaufen. Und jetzt kommt ihr. Wie macht ihr das? Ja, kauft ihr Sachen, die ihr haben wollt, wie zum Beispiel dieser blaue Controller, kauft ihr den dann einzeln, ja, weil ihr denkt, ey, ich habe keine Lust, so ein großes Bundle, dann stimmen die Zustände nicht und ich muss den Quatsch ja auch irgendwie wieder loswerden. Oder geht ihr auch gerne auf Bundlejagd, um euch dann die Sachen da rauszunehmen, die ihr für die Sammlung haben wollt und den Rest halt, ja, zu verkaufen, zu vertauschen, wie auch immer. Wie macht ihr das? Macht ihr das gerne oder kauft ihr lieber, ja, gezielt einzeln das, was ihr für eure Sammlung haben wollt? Lasst uns gerne da unten in den Kommentaren weiter diskutieren. Ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund. Wir sehen uns schon bald zu einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.